Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 77. Folge. So, hier haben wir einen schönen Güterzug. Rennvieh. Genau. Richtig, der ist auf dem Weg Richtung Berlin, bringt irgendwelche Güter irgendwo hin. Wir waren aber stehen geblieben, da ist der Kollege. Und zwar in unserer Warenfabrik, um Lebensmittel nach Essen zu bringen. Genau, den ersten Teil der Strecke hatten wir erledigt. Dann werden wir uns mal anstellen, jetzt den zweiten Teil zu bauen. Die wird ja auch wieder so, die wird ja auch so schön am Wasser lang gehen. Definitiv, das hat mir ganz gut gefallen. Mal gucken, kommen wir direkt ran. Wir kommen auch direkt ran, dann machen wir das auch direkt. Genau, dass wir hier einfach mal die ganzen Gleise gleich verbinden. Hier gleich mal ein paar Ausfahrtssignale hingesetzt. Das passt. Einfahrtssignal natürlich auch. Das kommt dahin und schon geht es hier weiter mit unseren Gleisen. Wir werden mal gucken in Richtung Paralleltricks, ob das wieder funktioniert. So, wir werden hier wieder das Wasser anpeilen. Das wir hier unter durchflutschen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Genau, lasst uns hier mal in kleinen Schritten so schön am Wasser lang. Das wird dann eine absolute Wasserlinie sozusagen. Dann müssen wir nochmal hier unten durch. Das funktioniert ohne Probleme und jetzt müssen wir hier mal die richtigen Gleise finden, dass wir uns hier gleich anschließen. Das hat auch geklappt. Sehr schön. Damit haben wir hier schon mal die Warenfabrik mit eingebunden in unser Gleis. Wir müssen aber hier gar nicht anhalten. Wir können hier ruhig die Umfahrungsgleise nutzen. Ich wollte eigentlich nur schon mal die ganze Sache hier angeschlossen haben. Genau. Hier mal gucken, ob wir hier rauskommen. Oder stört uns da der Brückenpfeiler? So gesehen stört er erstmal. Genau. Aber so stört er schon nicht mal mehr. Dann hätten wir dieses Gleis. Mal gucken, ob wir noch eins hoch. Paralleltricks machen wir Maus. Gucken wir mal. Zack. Genau, so passt es. Dass wir hier ganz Ups. Dass wir hier an das Überführungsgleis oder Vorbeifahrgleis oder wie man es auch mal nennt. Hm. 87, ganz schön schlappi. Gucken, ob wir das nicht schneller hinkriegen. Doch, das kriegen wir schneller hin. 130 ist in Ordnung. So, das Ganze sollten wir hier auch machen. Der Geschwindigkeit relativ flott hier Umfahrungsgleis, so heißt das. Genau, das werden wir nutzen. Ich habe nämlich hier war vorher ein Kohlebergwerk, habe ich mal wegrationalisiert, habe hier die Warenfabrik hingesetzt, weil ja in der letzten Folge Essen auch dazu angehalten war, Waren zu bekommen. Habe ich mir gedacht, bauen wir gleich mal eine Warenfabrik hin.
Und jetzt können wir eigentlich mit dem ganzen Ensemble, mit dem ganzen Gleiskombination in Richtung Essen abtauchen. Was wäre denn hier? Würden wir hier lang gehen, hier runter lang? Da haben wir eigentlich relativ freie Fahrt. Hier werden wir mit dem Tunnel unten durchgehen, so der Plan. Genau, hier werden wir mal drauf relativ große Kurve schwingen. 160 sollten hier schon drin sein. Genau, auch hier ebenso. Ja, Paralleltricks wieder ausgeschalten. Logisch. Ja, wie gesagt, wenn man es braucht, hier los. Ne, eine Weiche wollten wir jetzt hier erstmal nicht haben. Wir wollten eigentlich ein direktes Gleis haben. Da ist noch ein Stück Schiene, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir hier mal wieder alles demoliert. Das kriegen wir zusammengebastelt. Dann setzen wir hier nochmal an und ziehen das hier einfach nochmal lang. So, damit haben wir zweigleisig bis hierher. Den Rest ziehen wir auch noch. Bis dahin, wo es hin muss, und zwar hier vorne. Sehr schön. So, jetzt können wir mal die Paralleltricks wieder ausprobieren. Dass wir hier in Richtung Tunnel gehen. Möchte ich hier definitiv runtergehen. Hier unter durch. Ich hoffe, dass wir relativ zügig wieder rauskommen. Sind wir hier schon draußen? Nein, noch nicht. Wie sieht's hiermit aus? Nee, das sieht nicht so gut aus. Dann bauen wir das relativ kurz. Und werden jetzt an die Oberfläche wieder tauchen. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann wieder rauskommen. Allzu lang sollte das Tunnel hier nicht sein. Holla, holla, holla. Ist doch ganz schön. Lang der Tunnel. So, die Straßen noch kurz weg. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, hier haben wir gesagt, hier vorbei und dann haben wir hier eine Kurve. Hier können wir die Gleise zusammenführen und dann haben wir über die Straße. Dann sind wir hier schon mal richtig. Wenn es denn funktioniert mit den Paralleltricks, ist es schon eine schöne Sache. So, jetzt lasst uns mal hier die Gleise ohne Paralleltricks. Durch die Brücke ziehen. Ich würde aber hier einfach mal sagen. Die Ausfahrt wird auch noch ein bisschen größer in Richtung Personenzüge. Also, dass wir hier nochmal viergleisig irgendwo hinfahren. Wo auch immer, das werden wir dann schon noch festlegen. Genau, hier hätte ich definitiv ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, wie sieht es hier aus? Können wir eigentlich ein Stück nach oben? Vielleicht ein Mini nach oben. Würde das noch funktionieren? Nein, das würde nicht mehr funktionieren. Und die Oberleitung würde dann auch in der Brücke hängen, was ich nicht möchte. Dann sind wir hier ein kleines bisschen
Die werden wir mal auch kurz wegnehmen. Rutschen wir da ran, dann rutschen wir hier zurück. Dann gehen wir hier die Straße zurück. Vorzugsweise mit einer Brücke. Das gut aus. Dann schnappen wir uns hier wieder ein Gleis und bauen hier weiter in Richtung Essen. Dann schnappen wir uns mal, dann gucken wir uns das hier mal von oben an. Gut, hier können wir ein bisschen langsamer werden, weil das ist ja dann schon hier ein bisschen Industriegebiet. Also Stadtnähe. So, da würden wir das Gleis hier anpeilen. Genau, einmal hier rauf, dann meinetwegen im Tunnel hier rüber, wenn möglich, ist aber nicht möglich, dann machen wir es halt hinterm Tunnel. Dass wir hier unsere Wechselmöglichkeit in der Luft. Ach, haben wir die Weiche zu früh gebaut? Stört es hier etwa? Ich glaube ja. Nee, aber scheint hier nicht zu passen. Das gefällt ihm hier nicht. Was auch immer. Also bis dahin klappt es. Und wenn wir das ein bisschen weiter ziehen, klappt es auch bis dahin. Damit hätten wir hier unsere Kreuzweiche. Das würden wir jetzt hier mal anschließen wollen an das Gleis. Wupp. Sehr schön. So, Verbindung ist gemacht. Lasst uns zu den Signalen kommen. Ja, die machen wir mal ganz entspannt. Meinetwegen hier, Auto Replace, 1000 Meter, zack. Das nicht mit übernommen. Na gut. Wir werden hier mal wieder in der Hand sitzen. So, hier brauchen wir ein Einfahrtssignal. Hier hätten wir schon mal einen Block. Hier würde ich auch nochmal gerne sehen. Hier hätten wir den Block. Da hätte ich noch einen. Ah, die 1000 Meter sind hier an einigen Stellen ganz schön lang. Ah, da hat das hier wirklich bis zum Tunnel gemacht. Da auch nochmal, zack. Und hier im Prinzip dieses Durchfahrtsgleis. Blöckchen hin. So, hier hätten wir auch gleich mal. Die Sachen, das machen wir dann. Hier geht's weiter. Dann hätten wir hier einen Block. Wir setzen ebenfalls nochmal einen Block hin. Hier haben wir dann schon unsere Bahnhofsgelände, hier geht's
durch. Zack, hier haben wir die und hier haben wir schon über die Signale. Okay, dann lasst uns die Linie machen. Wir hätten hier eine neue Linie, die würde heißen Lebensmittel, ne? Oder Food. Lebensmittel essen. Schwupp. Farbe hätte ich hier ganz gerne. Ja, Schweinchenrosa. Dunkles Schweinchenrosa. Sehr schön. So, Station hinzu. Wir beginnen unsere Reise. Einmal hier in Dresden Nord laden Getreide. Dieses bringen wir hier zum Lebensmittelwerk. Hier haben wir das richtige Gleis, das passt. Wir würden dann hier einfach mal dran vorbeifahren bis nach Essen, aber nicht den Personen, sondern hier den Güterbahnhof. Genau. Dann geht es hier wieder zurück. Zweigleisig das Ganze. Hier fahren wir durch den Bahnhof. Sehr schön. Aber warum kreuzen wir uns hier? Das gefällt mir nicht. Lasst uns hier mal einen kleinen Wegepunkt setzen. Würde ich hier mal eine P-Tafel hinstellen wollen, wenn ich sie denn schnell finde, dass er einfach mal vor dem Bahnhof die Hupe betätigt. Gut, jetzt sind wir garantiert vorbei am P. Ja, aber nehmen wir vielleicht mal so ein blinkendes Teil hier. Einfach mal hier aufsetzen. Genau. So, dann hätten wir hinter Essen Fracht, würden wir gerne mal diesen Punkt hier passieren. Und damit fährst du automatisch da lang und kreuzt hier nicht irgendwie irgendwo. Genau hier. Zack, geht's da rein, geht's dahin. Und fährst da rein. Wir machen das mal in lila. Genau, damit haben wir hier nicht die zwei gleichen Farben der Strecke. Das passt. So, ein Depot. Wo haben wir ein Depot? Wo können wir unsere Fahrzeuge kaufen? Ich wäre ja fast dafür, zu sagen, hier in Berlin. Wie und wo erreichen wir uns? Strecke. Ui. Haben wir überhaupt eine Verbindung? Ja, wir haben eine Verbindung. Und zwar ist diese Verbindung da hinten. Aber das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Na, was ist, wenn wir hier langfahren? Hier durch den Bahnhof durch. Zack, zack. Die Strecke hier nutzen. Da durch, dass wir dann hier einschwenken. Niemals. Aber wir probieren es halt aus. Ich würde sagen, wir düsen mal hier rüber mit unserem Gleis. Zack. Achso, ja, warte. Alles gut. Das war schon gar nicht so verkehrt gedacht. Im Nachhinein, wir müssen ja erstmal hier rüber. Und hier das Ganze mal verbinden, wäre ja auch mal zielführend. Zack. Und dann geht
geht's hier nämlich runter. An dieses Gleis ran und in dieses Gleis rein. So, und dann sollten wir hier nach Berlin huschen, hier in die ganzen Gleise irgendwie rein. Von hier aus geht's definitiv irgendwie ins Depot. Selbstverständlich. Schwupp, genau. Dann wollen wir unser Standard-Depot nehmen. Genau, und Fahrzeuge kaufen. Wir nehmen hier was. Ja, wir nehmen hier was Elektrisches. Ich hätte ganz gerne mal wieder. Eigentlich schon die 100 Ölbar haben wir schon. Und die Zicke hatte jetzt nicht genug Power. Hat mir nicht gefallen. Was ist hier Euro Dual? 60. Gibt es dich in verschiedenen Farben? Na, Pink ist nicht so schön, aber vielleicht sollten wir dich mal hier in Gelb nehmen. Und dann brauchen wir hier mal noch Cargowagen, und zwar transportieren wir als erstes Getreide. Zuckerwagen sind schon ganz neckisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann lasst mich doch hier die 120 nehmen. 4. Genau, und dann nochmal. Auch von dir. Transportierst Getreide und Brot, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist eine Kapazität von 144. Davon hätten wir gern 5 Züge. Wir kaufen dich und wir setzen dich hier auf unsere neue Linie. Lebensmittel essen. Zack. So, die Tore öffnen sich. Plopp hat es auch gemacht. Da kommt unser erster Kandidat. Wir schauen uns den mal an. Samt Lok und Wagen. Schönes Teil, wie eigentlich alle Züge von Stadler. Schickes Design. Stark und kraftvoll. Genau, die passenden Wagen aus der Schweiz. Zuckerwagen hinten dran. Weiß niemand mehr. Schweizer Zucker, Zucker fährt ein und Cargo Zucker. Sehr schön. Ich mache hier mal ein ganz schnell. Mal gucken, wo er hindüst. Da kommt schon Kollege Nummer 2 raus. Den können wir uns auch noch mal anschauen. Ich glaube, bis jetzt hat er so die Richtung. Die ich mir vorgestellt habe, durch den Berliner Bahnhof durch, und dass er dann irgendwo sein Gleis einfädelt. Ist jetzt nicht schlecht aus, aber er hat doch keine andere Möglichkeit, jetzt noch irgendwie zu ändern. Gut, wir lassen ihn mal fahren. Ich glaube, wir nehmen einen anderen Kandidaten, weil ich möchte auch mal den einen oder anderen Zug dann sehen. Ich kann es auch noch mal rausschneiden. Muss mal eine Notiz machen, dass ich das hier mal rausschneide. Müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Wir steigen dann vielleicht mal in Essen ein und fahren mal die ganze Sache rückwärts. So würde ich das mal machen. Ja. Lasst mich mal hier. Da nehmen wir schon ordentlich was mit. Das sieht gut aus. Wartet auf freie Wege. Das ist natürlich nicht schön. Da scheint irgendwas nicht zu funktionieren.
So, da ist er wieder. Okay, alles repariert. Die Sachen fahren wieder. Und wir setzen uns auch in Bewegung. Halt. Noch nicht. Ich habe hier noch das Supertempo drin. Brauchen wir natürlich nicht. So, wir fahren hier aus Essen raus. Wir gucken uns unseren Zug nochmal an. Genau, geht es leicht auf. Bergauf. Aus dem Bahnhof raus. Wir wechseln hier mal spontan das Gleis, dass wir die richtige Seite benutzen. Genau, da ist schon ein Kollege. Der hat sicherlich schon Lebensmittel bei. Okay, dann fahren wir hier mal ganz locker mit 65 ausessen. Wir nehmen an noch die Personengleise. Da haben wir noch zwei Gleise, die wir schon mal zwecks Abstand zwischen den Gleisen einfach mal gelegt haben. Weil ich glaube, in Essen wird es noch mehr geben. Mehr Züge, mehr Einfahrten, vielleicht auch ICE aus Hamburg oder so. Keine Ahnung. Dann haben wir ja schon mal so einen Zufahrtskreis. Ein einzelnes. Okay, hier hatten wir die Straßenbrücke rübergelegt. Zack. Und da hätten sich schon die nächsten Kollegen ankommen. Ja, auf die werden sich dann nach und nach so ein bisschen verteilen. Sie werden sich ihre Linie, ihre Frequenz, zack, den Takt werden sie finden. Wird sich verteilen, haben zwar nicht so viel Berührung mit anderen Linien, außer die eine Stelle vom Bauernhof, aber wir arbeiten ja dran, dass wir auch Waren nach Essen bekommen und von daher die Linie ja hier weiter genutzt mit anderen Zügen. Auch schöner Tunnel bergab hier rein. So. Dann lehnen wir uns mal zurück, wenn wir hier am Fluss kommen. Einfach mal die City Skyline oder die Skyline hier von Cube City oder Henningsdorf, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es könnte durchaus Cube City sein, weil hier die Räder stehen. Nicht schlecht, hat sich richtig groß, geil entwickelt. Ja, als Hightech-Stadt sollte man da schon auf der Fahrzeuge stehen haben. Genau, hier geht's lang am Bahnhof vorbei. Hier werden später unsere Waren dann mitgenommen. Aber wir müssen erstmal hier alles beliefern, zuliefern. Jetzt geht's hier erstmal am Fluss entlang. Eigentlich eine recht lange Weile. Oh, das ist hier so eine Strecke, die hier alles noch führt. Ist mal ein bisschen was anderes als das ewige Grün. Mal ein bisschen Wasser dazwischen. Aber auch eben irgendwo recht ruhig. Vielleicht mal gucken, dass wir noch das ein oder andere Schiff draufsetzen. Das ist mal recht im Bielefeld oder so, dass wir sich Wasser anbinden. Dann darauf sitzen, den Mail abspannen lassen. Haben wir ja auch noch nicht. Könnte man einfach auch mal machen. Mal gucken, wo es hinführt, was da ist. Müssen wir uns dann mal anschauen. Genau, hier machen wir mal einen kleinen Schwenk zur Lebensmittelfabrik. Da fahren wir durch. Und hier haben wir das Signal, dann haben wir hier schon wieder aussieht. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, ist gut. Der hat einen unsichtbaren Halter, der fliegt hier so einfach mal so irgend herum. Gut, muss man mal schauen, ob man hier irgendwo noch den irgendwo ranbauen kann. Kurz recht langsam. Achso, wegen der Probe hier. Genau. Ja, haben wir ja gesagt, das E-Bereich. Muss man ein klein bisschen abbremsen. Dass wir hier nämlich A an den Fluss rankommen und B unter dieser Brücke, ich weiß gar nicht, was das für eine Linie ist, dass wir hier durchkommen. Ist recht langsam, aber wir müssen hier so eine starke Kurve machen. Deswegen haben wir auch einen Bahnübergang. Das wird nicht gefasst. Alles gut. Schauen wir uns nochmal unseren Zug an hier. Schönes Bild, gefällt mir mit dem Wasser so im Hintergrund. Genau.
gucken, wie das aussieht hier, unsere Tunnelfahrt durch den Fluss. Gucken, wie es von der, wie es im Zug aussieht. Wenn wir drinnen sitzen. Aber ich glaube, das brauche ich, dass er irgendwann wieder stetig nach ein paar Bäumen rüber nach was. Dass man das Wasser da halt nicht so sieht. Da fällt mir irgendwas ein. So, halbe Stunde haben wir erreicht. Wir fahren noch bis zum Ende. Das machen wir definitiv noch. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. So, ja, ein klein bisschen Arbeit fange ich jetzt schon mal mit an. Letzte Folge. Da überlege ich mir dann so mehr Musik. 100 Folgen immer das gleiche. Das reicht aus. Also mal gucken, dass wir die nächsten 100 Folgen nochmal eine andere Musik bekommen. Schauen wir mal. Ja, jetzt kommt genau die Stelle, wo ich gesagt habe, hier müssen wir ein Stück runter. Vielleicht müssen wir ja auch nicht ganz so tief runter. Vielleicht baue ich das nochmal neu. Ist doch ganz schön tief. Aber jetzt haben wir ja kein Wasser mehr. Ist momentan ausgetrocknet. Alles gut. Hier die Sperren. Genau, hier geht es runter durch. Und dann strecken wir es hier gleich ins richtige Gleis. Oder ins richtige Gleis einfädeln. So, da haben wir ein Talent. Ein Talent 3. Deutsches Fahrzeug, Talent, nicht Talent. Genau. Nichts Englisches. Das ist von einer kanadischen Firma, Bombardier. Ah, in Deutschland heißt das Ding Talent. Super, so, jetzt sind wir auf gemeinsamen Gleis. Auch nicht allzu lange. Wir verlassen es dann gleich wieder und biegen dann in Richtung Bauernhof, Getreidehof und wie auch immer. Um dort wieder ein neues Getreide mitzunehmen. Dann geht's wieder zurück zur Warenfabrik und essen. Genau, das ganze Spiel geht hin und her und immer weiter so. Genau, hier geht's schon wieder runter auf unser eigenes Gleis. Hier haben wir keine Kreuzung. Das brauchen wir glücklicherweise. Also bauen uns eher einfach in den Tunnel einmal durch unter die Gleise gehen. Und dann wird die Kreuzung frei, ohne dass hier zu warten muss. Genau so ist das. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. So, die Kiste läuft wieder. Wir haben 144 Getreide geladen. Ja, ich habe vergessen anzuhalten. Kam gerade ein Anruf rein. Gut, nicht weiter schlimm. Wir sind angekommen in unserem Getreidehof. Ich fahre mal schnell zurück. Vielleicht fährt ja da gerade ein Zug ein oder ist gerade einer da. Genau, da kommt gerade einer. Dann fahren wir mit dir hier mal mit. Genau, dann machen wir die letzten paar Meter mit dem Zug. Gut, das Gleis muss ich auch noch wegnehmen, das war ja die Zufahrt vom Depot. Sieht ein bisschen komisch aus. So, super, genau. Dann fahren wir hier ein. Da liegt schon wieder Getreide rum. Das nehmen wir mit. Und damit ist dann unsere Mitfahrt, etwas unterbrochene Mitfahrt, auch schon beendet. Super. So, ganze 23 Getreideeinheiten nehmen wir mit. Perfekt. 24. Na, wir schaffen auch noch die 25. 26 und an der Weide steht noch ein paar. 426, das reicht. Den Rest kann ja eigentlich dann der nächste übernehmen. Gut, damit verabschieden wir uns mit diesen Bildern. Ich halte meine Klappe. Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss, bis dann. Euer Excel Game.
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimm, was wir wo, wann bauen. Bis dahin, tschüssi, euer Axel K.